Kapitel 13. Die letzte Schlacht. Eine aussichtslose Schlacht tobt in Illumnetas vor Arx Eterna. Menschen schreien um ihr Leben, Krieger fallen zu Boden. Leblose Körper übersehen das Schlachtfeld. Nun ist es geschehen. Illumnetas ist gefallen. Die einst so strahlende und stolze Stadt des weißen Lichtes ist zerstört. Die ehemals weißen Gebäude sind dunkel gefärbt von Feuer und Asche. Das Tageslicht ist nun der Dunkelheit gewichen. Düstere Wolken bedecken den Himmel bis hinter den Horizont. Die Kräfte des weißen Lichtes sind geschwunden. Boreas Macht, das Schicksal unserer Freunde zu lenken, ist gewichen. Ihre Kraft ist versiegt unter der Macht der Finsternis. König Lucius weiß, dass sein letzter Weg zu gehen ist. Kein Sonnenstrahl vermag die Finsternis zu durchdringen. Die Welt versinkt in ewiger Dunkelheit. Die Natur liegt nun im Sterben und all die Wälder und Flüsse werden vergehen. Tarox hat mit seinem Zorn ganz Illumnetas zermalmt. Alles Leben ist verloren. Die überlebenden Krieger haben sich mit den Reiterhorden in Arx Eterna zurückgezogen und verschanzt. Hier treten sie stark geschwächt Tarox entgegen. Nebeneinander stehen die Könige, Lucius, Eltas und die Königin Aleph auf einer Anhöhe im Schloss. Unter ihnen steht das zurückgebliebene Heer der Reiter und die Legion von Lucius. Vor den Toren des Schlosses dröhnen die Einschläge der Rammböcke und Gesteinsbrocken, begleitet vom beängstigenden Trommeln der Tenebra. Und so stellt Lucius fest, dies nun ist das Ende. Und König Eltas blickt zum traurigen Lucius hinüber. Nein, dies wird nicht unser Ende sein. Er blickt zu seiner Frau und beginnt zu lächeln und schaut dann wieder zu Lucius hinüber und sinniert. Der Tod ist nicht das Ende. Er ist nur ein neuer Weg, den jeder gehen muss. Die dunklen Wolken ziehen sich zurück und alles wird hell. Und dann kann man es sehen. Er schaut zu seiner Frau hinüber, die die beiden liebevoll angesehen hatte. Und Lucius fragt, was? Was kann man sehen? Fragend schaut er die beiden an. So antwortet Königin Aleph, Sonnenstrahlen durchfluten die Wolken von einer neuen, rasch aufgehenden Sonne. Die Schleier der Dunkelheit werden von der Welt weichen und ein hell strahlendes Licht freigeben. Und dahinter blühende Wiesen, klare Flüsse eines fernen Reiches. Königin Aleph lächelt, während sie die Worte zu Lucius spricht. Sie hat längst erkannt, dass Lucius diesen Tod zwar fürchtet, aber dennoch sehnsüchtig zu Phorea will. Sein Herz ist so schwer und es ist doch so leicht zu erkennen, was er fühlt. Ihre mütterliche Güte hat allen Schmerz über Phoreas Tod in den Hintergrund treten lassen. Sie weiß, welche Qualen Lucius durchlebt haben muss. Und König Lucius blickt wieder auf seine Legion zurück. Sein Blick streift über die Köpfe der Reiter und der Krieger und plötzlich dröhnt das sonderbare Signal eines Horns. Es herrscht mit einem Mal Stille. Verwundert blicken sich die Krieger und Reiter einander an. Das Horn erklingt ein zweites Mal und König Lucius und das Königspaar reiten weiter in die Höhe auf das Schloss zu. Die Tenebra ziehen sich ein Stück zurück. Es ist merkwürdig. Es wird plötzlich neblig und aus dem Hintergrund des Waldes zieht Nebel auf. Die Tenebra haben sich zu einer riesigen Formation aufgestellt. Damnatoris hat an der vorderen Reihe Aufstellung genommen und seine Truppen Befehl und zugebrüllt. König Eltas schaut in den Wald und blickt sich zu seiner Frau und Lucius um. König Eltas fragt, was passiert da? Und fragend
blickt er über die Legion der Tenebra. Die Umar scheinen sich neu zu formieren. Sie bilden eine breite, lange Reihe entlang der Flucht des Schlosses. Damnatoris brüllt den Kreaturen Befehle zu und hinter der Legion wird der Nebel dichter und immer dichter. Die letzten Reihen der Legion sind des Taroks verschwinden bereits im Dunst. König Elthas blickt sich um zu Lucius. Sein Blick verheißt nichts Gutes. Und so sagt König Lucius: Satas, sie sind die Boten für den Untergang des Lichtes. Und rasch dreht sich Lucius sein Pferd und reitet zu seinen Truppen. Befehle brüllend reitet er an seinen Kriegern und den Reitern aus Velea vorbei und ruft ihnen Mut zu. Satas, Satas nähern sich dem Schloss. Formiert euch, haltet Stand, verlasst eure Posten nicht, vordere Reihe ans Tor. Und die Legion befolgt schnell seine Befehle. Leicht geängstigt stellen sie sich auf, um dem Sturm zu trotzen. Das Königspaar aus Velea steht noch auf der Anhöhe im oberen Teil von Arx Eterna und beobachtet, wie aus einer schnell heranrollenden Nebelwand dunkle Reiter herausstürmen. Entsetzliches Pfeifen breitet sich aus. Vier gepanzerte dunkle Reiter, begleitet von einer großen, furchteinflößenden Kreatur, stürmen auf das Schloss zu. Während ihre pferdeähnlichen Kreaturen laut und entsetzlich brüllen, halten sie auf der Höhe der ersten Reihe der Tenebra. Tarox bleibt neben Damnatoris stehen und blickt zu ihm hinunter. Lasst die Truppen weiter stürmen. Das weiße Licht ist erloschen. Entsende einen Teil deiner Truppen nach Velea. Velea muss fallen. Er blickt wieder auf nach Arx Eterna. Und Damnatoris antwortet ihm: Angst. Der Gestank weht vom Schloss herüber. Doch Tarox antwortet nicht. Keine Reaktion. Damnatoris fragt nach: Was ist mit Lucius und dem Buch? Ich werde ihn zermalmen. Die Ära des Lichtes ist vorbei. Mit einer Handbewegung hat er den Sturm auf Arx Eterna befehligt. In der vorderen Reihe laufen die Umar bewaffnet mit riesigen Gesteinsbrocken. Hinter den vielen Reihen der Tenebra reiten die Satars und verbreiten einen Höllenlärm. Der Nebel hat sich mittlerweile leicht verzogen und gibt die Sicht auf ein erschreckend großes Heer frei. Und die Tenebra stürmen auf Arx Eterna zu, während die Umar auf die Mauern ziehen. Sie schleudern ihre Felsbrocken mit aller Kraft. Die Geschosse schlagen mit unheimlicher Zerstörungskraft in die Mauern ein. Doch sie halten noch stand.